Hallöchen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von The Coma. Nur als Info, seit dem letzten Release wurde es jetzt scheinbar nochmal umbenannt, beziehungsweise es gibt jetzt noch einen Untertitel, nämlich Cutting Class, also, ja, Unterricht schwänzen. So, wir laden dann mal, ich wollte euch das nur kurz zeigen, und zwar hier, genau. Und ich habe mir noch überlegt, eigentlich haben wir uns gar nicht angeschaut, den vierten Stock. Und ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, dass da vielleicht nützliche Items sein könnten oder, was noch viel wichtiger ist, dass da möglicherweise Notizen sind, die noch was ganz Interessantes enthalten. Also würde ich gerne ganz vorsichtig nochmal hier hochgehen. Schauen wir mal, was da oben noch so ist. Okay. Huch, hier haben wir zum Beispiel direkt was. Eine Notiz gefunden. Okay. Head Teacher Mr. Ma. Eine Menge Personen kennen gar nicht seinen richtigen Namen. Er wird, häufiger mal Mad Dog genannt, weil es tatsächlich sein könnte, dass er verrückt ist. Wenn er irgendjemanden sieht, der raucht, trinkt oder andere Leute mobbt, dann wird er total wild. Manchmal ist Angst ja eine gute Waffe, aber das ist das Einzige, was er kennt. Er ist eher so der konservative Typ und mag seine Schüler nicht wirklich. Er denkt, er wäre ein Rocker, aber er benimmt sich eher wie ein Drill Sergeant. Der Typ hat echt eine Klatsche. Ja, das hört sich ja vielversprechend an. Was ist mit dieser Tür? Versperrt? Ernsthaft? Okay. Okay, da ist die Mädchentoilette geht auf. Wow. Schaut mal, die Spiegel sind alle kaputt. Das ist versperrt. Was ist denn da angesagt? Ah, mild worden. Sorry, ich erschrecke mich auch jedes Mal dabei. Ah, wartet. Ein Devex-Sweat. Okay, was ist denn ein Devex-Sweat? Nein, Spiel, stürze nicht ab. Nicht abstürzen. Ich glaube, das hat das Spiel aber immer einmal kurz am Anfang, dass es an einer bestimmten Stelle so ein bisschen nachladen muss. Keine Ahnung, wieso das passiert. Ah, in der Zeit geht die Stamina nicht runter. Das heißt, wir können mega lange rennen. Okay. Mensch, wir haben ja echt eine Menge. Ach, das ist auch Stamina wieder aufladen. Ja, bisher weiß ich noch gar nicht, wann das überhaupt alles nötig sein wird. Ich meine, das kommt sicherlich noch, aber eigentlich möchte ich nicht, dass es kommt, aber irgendwann wird es kommen. So, gut, hier haben wir einfach einen Schrank. Jede Menge Reinigungsutensilien, aber nichts Nützliches. Okay. So, dann sind wir doch mal ganz vorsichtig. Oh mein Gott! Folgt ihr uns jetzt? Muss ich mich hier auch verstecken? Oh, hier scheinbar nicht. Oh, scheiße. Ich wusste ja nicht, dass da so bald jemand steht. Das ist ja fies. Okay. Welche Tür ging denn auf? Die hier nicht. Okay, dann... Ah, okay. Ich habe zu hektisch gedrückt. Überhaupt wäre das viel cooler... Habe ich hier noch nicht geschaut? Ich habe eine Notiz gefunden. Huch. Medical Center. Die Schulkrankenschwester Na ist so jung und so heiß. Ich habe gehört, sie ist so Mitte 20 und das ist ihr erster Job an der Schule. Sagen wir einfach mal, nach ihrer Ankunft sind eine Menge Schüler ganz plötzlich sehr krank geworden. Verdammt, ich glaube auch ich werde plötzlich krank. Ja, ja. Was haben wir hier? Ah, okay, noch eine Münze gefunden. Da blockiert wieder was. Da würden wir reinkommen, okay. Mensch, das wusste ich gar nicht, dass wir hier noch gar nicht drin waren. Ich dachte, das hätten wir untersucht. Wartet mal, ich speichere noch mal kurz. Wir haben ja immerhin ein ganz bisschen was gefunden da oben. So. Wie komme ich denn hier raus? Ach ja, Kuh. Ist so schwer, sich daran zu gewöhnen. Ach, und was ich sagen wollte, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es gesagt habe oder nur gedacht habe, aber es wäre voll cool, wenn man das hier mit einem Controller spielen könnte. Muss ich mal schauen, ob das irgendwie möglich ist, den daran zu bekommen. Oh, verdammt, ist versperrt. Wenn ich reinschleiche in das Klassenzimmer, um meine Sachen herzubringen, hörte ich, dass draußen irgendein Unfall geschehen war. Auf jeden Fall irgendwie Lärm. Ich dachte, jetzt wäre ich erledigt. Aber als ich nachsah, konnte ich nichts finden. Ich hörte, wie ein paar Leute schrien und riefen. Und ein paar Minuten später, hätte ich schwören können, hörte ich einen Krankenwagen. Aber da war nichts, soweit ich sagen konnte. Ich entschloss mich, hinauszugehen und zu schauen, was da los war. Plötzlich war ich ganz müde. Selbst die Tür zu öffnen war so schwer. Ich schaute nach unten. Meine Hand war voller Blut. Alles wurde dunkel. Der Krankenwagen, der war für mich.
Momentan kann ich mich kaum noch bewegen. Wieso ist das so gruselig? Okay, das ist auch versperrt. Was ist hier? Mad Dogs Klassenzimmer. Er mag Zahlen. Aber das gibt ihm noch lange keinen Freifahrtschein, sich wie ein seltsamer Typ zu benehmen. Er ist derjenige, der mal eine Beratung braucht. Oh, okay, hier geht's rein. Sind wir schön vor... Oh, das sieht ja vielversprechend aus. Ich weiß gar nicht, ob ich hier unbedingt speichern sollte. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir hier nicht lebendig wieder rauskommen. Von daher lasse ich es lieber. Okay, hier ist nochmal eine Münze. Ein Devil's Gin Chocolate Bar. Schokolade. Oh, ein Bonsai, wie süß. Okay, hier kann man sich verstecken. Schlecht. Das bedeutet, es könnte hier gefährlich werden. Ich glaube, ich gehe lieber hier wieder raus. Ach komm, wir speichern, das geht schon gut. Auf jeden Fall häufig speichern, ne? Ihr wisst ja. Okay. Was steht hier so? Ich hasse diesen Lehrer oder die Lehrerin für koreanische Literatur. Miss Kim. Achso, Miss Kim. Ja, genau, eine Frau. Sie machte meinen Sohn zum Gespött, indem sie Fragen fragte, von denen sie ganz genau wusste, dass er sie noch gar nicht gelernt hatte. Wie sollte er denn darauf antworten? Mein Sohn war der Einzige, der die Extra-Aktivitäten nicht wahrgenommen hat. Ich weiß, dass sie das bemerkt hat. Sie kümmert sich halt mehr um ihre Haustiere, vor allem, also das ist jetzt metaphorisch gemeint, also ihre Lieblingsschüler, besonders die Schüler in ihrem eigenen, wie nennt man das denn? Mensch, jetzt komme ich nicht darauf, wie das heißt. Also wo sie Klassenlehrerin ist, wisst ihr? Wie heißt denn die Klasse dann? Ihre Klassenlehrerin-Klasse? Jedenfalls, das ist einfach unglaublich. Mein süßer Sohn hilft seiner Mutter nach der Schule. Wieso muss dieses liebenswürdige Kind so viel Schmerz ertragen? Warum ist er der einzige Schüler, der durchfällt und seiner Mutter eine schlechte Note nach Hause bringt? Wo, wo, wo? Ich bin die Ruhe selbst. Oh, hier ist keine Möglichkeit, sich zu verstecken. Doch, hier. Hier, geh rein. Oh, bitte geh. Ich glaube, sie ist weg. Gott sei Dank. Wo sind wir denn momentan? Tja, ich konnte die Geschichte da nicht ganz zu Ende lesen. Finde ich echt doof, ne? Hätte ich gerne zu Ende gelesen. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier rüber... Oh. Schauen wir mal. Oh, eine Notiz gefunden. Aber ich gehe erstmal darüber. Wir lesen die gleich, wenn wir da drüben sind. Ich muss mal das Kreidestück wegpacken. Ich weiß gar nicht, wozu das eigentlich da ist. Vielleicht für Rätsel später. Das ist nämlich der Mauszeiger, wisst ihr? Notiz. Die Cafeteria. Willkommen in der Seba High Cafeteria. Wir servieren Getränke und Snacks zu 50% des Normalpreises für alle Seba-Schüler, die erschöpft sind vom vielen Lernen. Der ganze Profit geht ist zugunsten der Cafeteria. Also das wird alles wieder für die Cafeteria genutzt. Eröffnungszeiten von 11 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. Wow. Das sind mal Öffnungszeiten für eine Cafeteria, ey. Unsere war damals so von 11:30 bis 11:45 geöffnet, gefühlt. So. Jetzt weiß ich nicht, ob ich nochmal hochgehen soll. Ich glaube nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. So. Da war ja nämlich die Gute. Wie hieß sie denn? Ja, Saul. Hey, du bist es. Erinnerst du dich? Du bist noch am Leben. Interessant. Ja, aber kaum. Miss Song hat mich eben attackiert. Mit einem verdammten Cuttermesser. Sie hat tatsächlich versucht, mich umzubringen. Wir müssen zur Hölle nochmal hier raus. Was tust du hier überhaupt? Beruhige dich. Jetzt in Panik zu verfallen, wird nur dafür sorgen, dass du ermordet wirst. Außer, das ist es, was du willst. Hallo? Wie zur Hölle soll ich denn ruhig bleiben? Hast du irgendwas von dem gehört, was ich eben gesagt habe? Hey... Ganz ruhig, bleib leise oder halt deine Klappe.
Ich glaube, so langsam willst du wirklich, dass der Killer uns findet. Killer? Hör mal, ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich meine, Miss Song, ja, scheint ja manchmal ein bisschen durch zu sein, ne? Aber ja, wem passiert das denn nicht während der Prüfungszeit? Die Gefahr ist real. Ich werde jetzt keine Zeit damit vergeuden, es dir zu erklären. Diese Miss Song ist möglicherweise dafür verantwortlich, für das ganze Gemetzel, das ich hier in der Schule gesehen habe. Und du bist aus einem bestimmten Grund hier. Und du kannst auch nicht einfach gehen. Hä? Ich kann... Hä? Was hier geschieht, an diesem dunklen Ort, hat mit der wachen Welt zu tun. Etwas hat dich hierher gebracht und wenn du gehen willst, musst du herausfinden, was es war. Finde deinen Schlüssel, um diesen Ort zu betreten und zu verlassen. Dunkler Ort? Ja, ich verstehe schon. Wir könnten ein bisschen Licht gebrauchen, ja. Aber du verarschst mich, oder? Ich meine, kannst du überhaupt dir selber mal zuhören bei dem, was du laberst? Du meintest doch, der Killer sieht aus wie deine Lehrerin, richtig? Wieso sie? Ich denke, das solltest du erst einmal herausfinden, bevor du dich weiter in Schwierigkeiten bringst. Hä? Was meinst du damit, sieht aus wie sie? Ich sollte Miss Song eigentlich nach dem Unterricht treffen, aber während der Prüfung bin ich eingeschlafen. Und seitdem ich aufgewacht bin, verfolgt sie mich. Dieses Ding, das ist nicht die Miss Song, die du kennst. Vielleicht wird ein Ort, der etwas mit deiner Lehrerin zu tun hat, ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Warum versuchst du nicht, dir mal ihren Schreibtisch anzuschauen? Okay, ihr Schreibtisch ist im Lehrerzimmer. Oh Gott, das ist aber im Hauptgebäude. Und das Tor ist versperrt. Und ja, selbst wenn, was erwartest du denn? Wonach soll ich suchen? Ich bin dir bereits einen Schritt voraus. Ich habe diese Notiz gefunden. Dort steht, dass ein Schüler aus der 1a den Schlüssel des Tors an sich genommen hat und in seinen Homeroom, also in sein Klassenzimmer, gebracht hat. Und auf der Notiz steht auch, welches Passwort du benutzen musst für die Tür. Ja, und was ist mit dir? Die Cafeteria ist ja nicht gerade der sicherste Ort, um ein bisschen zu chillen, nicht wahr? Wie wirst du dich hier überhaupt zurechtfinden? Ich habe meine eigenen Angelegenheiten, um die ich mich kümmern muss. Mach dich einfach auf dem Weg zu Klasse 1a und schau nach diesem Schlüssel. Wir sehen uns. Ja, alles klar. Außer einer von uns wird erstochen. Er ist schon irgendwie ganz cool. Ah, wartet. Ach so, hier könnte ich kaufen. Ja, aber ich habe ja so viel momentan. Aha, das ist also versperrt. Okay, da kommen wir nicht durch. 1a also, ja. Und ich habe also eine Notiz jetzt, auf deren Code steht. Und wo ist die? Oder muss ich die gar nicht rausholen? Minas Reply, Twisted Love. Ich glaube fast nicht. Aber wartet, ich muss mal kurz gucken, wo 1a ist. Ah, okay, das ist jetzt auch markiert. Markiert? Die ist jetzt auch markiert mit der Fragezeichen. Okay, also ich gehe runter. Oder ich gehe hier oben lang. Oder ich gehe runter, runter, links. Keine Ahnung. Ich glaube, beide Wege werden... Was? Zurück im Albtraum. Weil ich wirklich zurückkehren zur Klasse 1a? Warum glaube ich auch nur ein einziges Wort von dem, was sie sagt? Keine Ahnung, weil du keine andere Wahl... Ah, ich liebe die Cafeteria. Das ist ein wirklich sehr sicherer Ort. Okay, und wieder raus. Wieso steht sie denn da unten rum? Wie soll ich denn dann jetzt jemals wieder da rauskommen? Ich verstecke mich hier drin. Aber wieso kommt sie denn nicht mit rein? Das kann sie doch ruhig machen. Ich meine, also ich meinte jetzt nicht in den Schrank mit rein. Ich meinte eher in die Cafeteria. Oh Mann, ey. Okay. So. Ich habe ja keine andere Wahl. Ich probiere es jetzt nochmal. Oder ich mache einfach das Licht. Ich mache mal das Licht nicht an, wenn ich rausgehe. So, schauen wir mal. Okay, Hauptsache ich komme erstmal bis zur Treppe, das wäre ja schon mal was. Ja, geil. Erste Treppe. Zweite Treppe. So, jetzt sind wir hier unten. Jetzt sind wir ganz vorsichtig, okay? Was war das? Wo ist diese Person? Wartet. Boah, ich werde gerade angerufen, ne?
Auf mein Haustelefon und da ist jemand so unfassbar hartnäckig. Ich glaube, es ist jetzt schon das 12. Mal, dass es klingelt. Und weiter, das 13. Mal. Okay. Oh mein Gott, bisher ist alles gut gegangen. Ja! Aufgesperrt, super. Dann kann ich ja jetzt hoffentlich Licht anmachen. So. Und wir speichern. Yay! Oh, nochmal. Okidoki, was haben wir denn hier? Ein paar Taschen, die untersuchen wir erstmal. Eine Flasche Wasser, super. Hey, halt, da war was. Hier ist noch eine Tasche. Eine Münze. Eine Notiz, wartet. Eliteklassen, anders als andere öffentliche Schulen, wählt die Sever High School ihre Eliteschüler aus und teilt sie in ausgewählte Klassen, je nach Klassenstufe ein. Die Administratoren glauben, dass das einen synergistischen Effekt hätte. Ah, und dafür sorgt, dass sie halt miteinander in Wettbewerb treten, die einzelnen Schüler. Und tatsächlich hat es sich erwiesen als ein sehr effizientes System für die akademischen Resultate der Schüler. Aber ein paar Eltern und auch Schüler beschweren sich weiterhin über dieses System. Tja, so ist das halt. Yeah, Main Building Key! Ja, hier ist der Schlüssel für das Hauptgebäude. Damit komme ich jetzt ins Lehrerzimmer. Aber wird mir das wirklich helfen, herauszufinden, was zur Hölle hier los ist? Und ich werde nicht sofort von irgendeinem schrecklichen Wesen verfolgt? Das wundert mich ein bisschen. Ach, das ist noch versperrt? Okay. Was? Okay, habe ich mir nur eingebildet. Warte, ich speichere nochmal. Ich speichere lieber nochmal. Okay. Oh mein Gott, ich dachte eben... Aber das ist unser Kumpel. Was macht der denn hier? Seho? Aber echt, was suchst du hier? Dude, du bist hier. Heilige Scheiße, Mann, geht es dir gut? Wir müssen hier raus, dieser Ort ist verrückt. Hey, 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 atme tief durch, Bro. Mann, du solltest dir mal in die Augen schauen. Okay. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der hier total den Verstand verliert? Mrs. Song hat mich verfolgt. Mit einem Cuttermesser voller Blut. Boah, bist du verrückt? Versuch mir doch keine Angst zu machen, Bro. Du bist doch das Haustier vom Lehrer. Wieso sollte gerade sie versuchen, dich umzubringen? Das ergibt mal null Sinn. Ich weiß, aber vertrau mir einfach, Mann. Ich weiß, dass das keinen Sinn ergibt, aber es ist geschehen. Solltest du sie sehen oder etwas, das wie sie ausschaut, dann renn einfach. Jedenfalls, wieso zur Hölle steht sie hier einfach im Weg rum? Hör mal, wenn das, was du sagst, wahr ist, dann lass uns doch einfach einen Schulofficer finden. Sie haben doch die Schlüssel zu allen Türen in der Schule, auch zum Haupteingang. Wie viel willst du verwetten? Um wie viel willst du wetten, dass wenn wir das Überwachungssystem ausschalten, sie sofort herkommen? Ja, stimmt. Gib mir dein Telefon, Mann, ich rufe die Polizei. Oh, scheiße. Danke, dass du mich daran erinnerst, Judah. Ich vergesse mein Telefon immer oben. Warte kurz, Bro. Ich komm gleich wieder. Ernsthaft? Halt, wir sollten zusammenbleiben. Übrigens, deine Schwarzenegger-Nachmache ist echt schlecht. Oh, verdammt, er ist schon fort. Will er ernsthaft, dass ich hier einfach rumsitze und warte? Oh Mann, ich warte hier bestimmt nicht. Kannst du voll vergessen. Oh Gott. Na? Was? Ich dachte, ich hätte Schritte gehört. Ich dachte, ich hätte... Egal, ich bilde mir jede Menge Sachen ein. Aber wo ist er denn jetzt hin genau? Wohin genau? Ich gehe jetzt erstmal in die Cafeteria. Und bin erstmal froh, wenn ich hier speichern kann. Aber... Ja, keine Ahnung, wo er jetzt ist. Wir haben das Fragezeichen jetzt da. Was ich jetzt gar nicht weiß bei dem Spiel, gibt es vielleicht sowas wie... Oh, jetzt sitzt sie da. Sie ist einfach zu cool. Ich habe den Schlüssel gefunden und habe sogar Seho getroffen. Ich habe versucht, ihn mitzunehmen, aber er ist einfach verschwunden. Seho? Wer ist das? Oh, Seho ist mein Klassenkamerad. Er ist dick, hat eine Brille, ist ziemlich nerdig. Okay, also dein Buddy ist auch hier? Interessant. Du bist aus der 1E, richtig? Ja, das ist meine Klasse. Und das ist auch der Ort, an dem dieser ganze Traum begann.
Na super, du denkst immer noch, das wäre ein Traum. Warum öffnest du nicht die Tür und findest es heraus? Bist du beschäftigt? Ich meine, wir könnten noch zusammen gehen. Ach, lass dir mal Mut anwachsen, Young-ho. Ich habe größere Probleme, mit denen ich beschäftigt bin. Ach, komm schon, was ist denn heute Nacht mit allen los? Richtig geil. Ich weiß auch nicht, du Armer, musst ja alles alleine machen. Na gut, ihr Lieben, an der Stelle... Ach nee, warte, ich mach zumindest noch einmal kurz die Tür auf, damit wir sehen, was... Hey, wartet mal. Da war sie vorher, ne? Da hatte sie gestanden. Gucken wir mal. Jetzt haben wir noch eine Notiz. Lockout. Sie hielt ihre Hand hin, als wollte sie mir etwas geben. In jenem Moment wurde ich plötzlich zurückgerissen und erwachte. Ich hatte die ganze Nacht in der Schule geschlafen. Es war ein unüblicher Traum, aber ich wollte ihn noch einmal erleben. Wenn es auch nur war, um sie noch einmal zu treffen. Oh, ich meine, ernsthaft, was soll ich sonst tun? Vielleicht wird mir ja einer der Schulofficer einen Schlüssel leihen. Mrs. Song ist kein Killer. Unmöglich. Sie schien ja nicht einmal menschlich zu sein. Was, wenn Yai Sol recht hat? Ich sollte besser weitergehen. Tür aufgesperrt. Jetzt ist das Hauptgebäude. Da sind die Seniors und die Lehrkräfte. Ich kenne dieses Gebäude nicht wirklich. Ich sollte mir die Map anschauen. Ach so, diese Map. Die ist direkt da. Oh, wow. Wir können in Staff Room... Und in Security Office. Boah, guck mal, wie viel zu entdecken ist. Ich freue mich. Ich liebe es, wenn es so viel zu entdecken gibt. Cool. Aber wie gesagt, das sehen wir uns für die nächste Folge auf. Ich speichere jetzt nochmal. Im West Building. Und dann sehen wir uns. Ah. Beweg dich. Beweg dich. Er bewegt sich plötzlich nicht mehr. Naja, dann ist wohl jetzt der ideale Zeitpunkt, um einen kleinen Cut zu machen. Vielleicht, weil ich eben Shift gedrückt gehalten habe, während es geladen hat. Ja, wollte ich ja sowieso machen. Wir machen jetzt einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Coma wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.